Ihr wollt anfangen, euch richtig mit Heim zu beschäftigen. Vielleicht sogar richtig intensiv und in die Tiefe gehend. Großartig. In diesem Video stelle ich euch die dazu verfügbaren Literaturquellen vor. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wenn ihr diesen Kanal schon eine Weile guckt, vielleicht ihn sogar abonniert habt, dann seid ihr an dem Punkt, dass ihr sagt vielleicht, ich möchte mich mal mit Original-Heim-Quellen oder anderen Quellen beschäftigen. Vielleicht seid ihr auch alte Heimhasen, die einfach nur einen Überblick wollen. Ich stelle euch daher in diesem Video das verfügbare Buchmaterial vor. Über Webseiten zu Burkhard Heim oder ausschließlich online verfügbare Werke mache ich noch ein separates Video. Ich habe ein bisschen überlegen müssen, in welcher Reihenfolge ich euch diese Bücher hier vorstelle. Ich glaube, am besten gehe ich von einfach zu schwierig, das ist besser als chronologisch. Ich fange an mit seiner Biografie. Geschrieben von Illobrand von Ludwiger, seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter. Da ich Burkhard Heim nie persönlich kannte, ist auch das Buch für mich eine primäre Informationsquelle. Ich empfehle es als Einstieg, weil man ihn dabei zunächst als Menschen kennenlernt und vor allem die außergewöhnlichen Umstände, unter denen seine Arbeit entstanden ist. Der Autor gibt natürlich auch Einblick in die wesentlichen Grundkonzepte seiner physikalischen Konzepte und seines Weltbildes. Wie alle von Ludwiger Bücher ist auch dieses mit einem exzellenten Personen-, Sach- und Literaturverzeichnis versehen, sodass jeder, der irgendein Thema vertiefen möchte, hier sehr schnell auf die entsprechenden Verweise stößt. Nummer 2. Zugänge zu Burkhard Heims einheitlicher Beschreibung der Welt. Geschrieben von Arnim Bechmann, Professor für Landschaftsökologie in Berlin ist er, glaube ich, gewesen. Wenn man das Buch liest, hat man den Eindruck, der Autor hat es vor allem geschrieben, um selber noch einen Zugang zu Burkhard Heims Gedankenwelt zu finden. Er gibt zwar einen guten Überblick über das verfügbare Material und die wesentlichen Konzepte, geht aber eigentlich nicht in die Tiefe. Arnim Bechmann ist bereits verstorben, konnte diesen Zugang also leider nicht weiter vertiefen. Das Buch hat übrigens diesen bescheidenen Untertitel Annäherungen und Mutmaßungen. Ich denke, jeder fachlich versierte Mensch sollte vor allem nach dem Originalmaterial gehen. Der Autor erhebt hier auch keinen Anspruch darauf, dass die Darstellung vollständig oder richtig ist. Kommen wir zum ersten Buch aus Burkhard Heims eigener Feder, Mensch und Welt, erschienen im Resch Verlag. Eigentlich ist es eine Sammlung von 5 einzelnen, längeren Abhandlungen, in denen er vor allem auf die philosophische Seite seines Werkes eingeht, eben seine Einstellung zu Mensch und seine Beziehung zur Welt und dem Universum. Als Sammlung ist das Buch im Jahre 2008 erschienen, also 7 Jahre nach seinem Tod. Die einzelnen Schriften sind aber seit den 70er Jahren publiziert worden, auch im Resch Verlag als Einzelhefte, die haben mittlerweile antiquarischen Sammlerwert. Er hat diese Texte relativ spät in seinem Leben verfasst, also zu einem Zeitpunkt, wo die Grundlagen seines Gedankengebäudes bereits ausgearbeitet waren. Er nimmt daher immer wieder Bezug zur Massenformel, zur Syntrometrie und setzt dabei voraus, dass dem Leser das schon alles irgendwie einleuchtet. Ist teilweise sehr kompakt. Seine Schrift Postmortale Zustände, die auch darin ist, hat er einmal kommentiert mit dem Zitat: Das haben sich alle möglichen Leute gekauft, haben sich beschwert, das Buch würde ja keine erbaulichen Geschichten enthalten. Das wäre ja Wissenschaft. Ich will damit sagen, das ist auf keinen Fall leicht verständlich, aber ich finde, es ist immer noch von all seinen Originalpublikationen, ist es immer noch am leichtesten verständlich. Man kriegt auch wirklich einen guten Einblick in seine persönliche Lebensphilosophie. Man könnte ihn danach durchaus bezeichnen als grünen Fundi, der gegen maßloses Wirtschaftswachstum, Konsumwahnsinn und für eine sinnerfüllte Lebensphilosophie für die Jugend eintrat. Wenn man schon einen Hintergrund in Heimtheorie hat, kann man daraus eine ganze Menge lernen. Ich finde vor allem seine Schrift Postmortale Zustände ist eins seiner zentralen Werke. Das vierte Buch ist wieder ein Werk von Ludwiger, das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Sein kleines Werk von 110 Seiten erschien im Jahre 2006. Es gibt einen Überblick geht kurz auf seine Biografie ein, gibt einen Überblick über die wesentlichen physikalischen und philosophischen Konzepte seines Werkes. Das Buch ist gleichzeitig das Manuskript zum gleichnamigen Hörbuch, in dem man auch seine Originalstimme hört.
Dieses Hörbuch ist in der Vergangenheit übrigens hier mehrmals auf YouTube illegal hochgeladen worden, also als klarer Verstoß gegen Urheberrecht. Zurzeit laufen noch die juristischen Anstrengungen, das wieder entfernen zu lassen. Unabhängig davon haben sich Autor und Verlag allerdings entschieden, das Buch Public Domain zu machen, also es selber hier hochzuladen und zur Verfügung zu stellen. Sobald das zur Verfügung steht, setze ich euch den Link in die Videobeschreibung. Die Verständlichkeit dieses Buches und auch des Hörbuches ist gut, aber leichte Kost ist es trotzdem nicht. Wie bei allem Heilmaterial, man muss sich wirklich länger damit beschäftigen, um es wirklich in sich zu verinnerlichen. Kommen wir zum Eingemachten, Elementarstrukturen der Materie. Das ist sein schwer durchdringliches physikalisches Hauptwerk, in dem er die erste Version seiner Massenformel für die Elementarteilchen herleitet. Davon gibt es Band 1 und 2, dazu gehört auch noch so ein kleiner zusammenfassender Band, einheitliche Beschreibung der materiellen Welt. Man könnte auch noch das Buch Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite hinzuzählen, das er und Dröscher gemeinsam geschrieben haben. Die Bücher sind 1980 erschienen im Resch Verlag und wurden seitdem mehrmals wieder aufgelegt. Als gedruckte Version gibt es sie dort übrigens nicht mehr zu kaufen, aber da der Verlag mittlerweile seine Tätigkeit eingestellt hat, gibt es alle Bücher Public Domain und legal auf den Seiten des Verlages als Download. Link stelle ich euch in die Videobeschreibung. Das sind also alles Hardcore-Physikbücher. Also vor allem, wenn ihr plant, die euch antiquarisch für viel Geld zu kaufen, überlegt erst, ob ihr euch das zutraut und das mathematisch-physikalische Rüstzeug mitbringt und willig seid, da Zeit rein zu investieren. Es wäre schade, wenn die teuren Bücher dann im Regal verstauben. Wenn ihr aber beide Fragen mit Ja beantworten könnt und das durchzieht, dann könnt ihr wirklich euch zu den Leuten zählen, die von sich behaupten können, sie verstehen Burkhard Heim zumindest zu einem Teil. Eine kleine Hilfe auf dem Weg dahin, Horst Willigmanns Buch Grundriss der Heimschen Theorie, erschien 2002 ebenfalls im Resch Verlag. Er liefert Überblicke über die Kapitel, die einzelnen Kapitel des Hauptwerkes, also der Elementarstrukturen, und stellt wertvolle Vergleiche mit anderen Theorien oder auch ontologischen Konzepten dar. Zum Abschluss noch ein von Ludwiger Buch, Unsere sechsdimensionale Welt, Wissenschaftsverständnis von Magie, Mystik und Alchemie, erschienen 2012. Wahrscheinlich eine der besten und vollständigsten Anwendungen der Heimtheorie auf unverstandene Phänomene in unserer Welt. Wie alle von Ludwiger Bücher, sehr gut recherchiert und mit zahlreichen Literaturangaben versehen. Das Buch ist wirklich etwas für jeden, der sich vor allem für die Erklärung der bislang unverstandenen sogenannten paranormalen Phänomene unserer Wirklichkeit mithilfe der Heimtheorie interessiert. Alle Bücher, die ich euch hier vorgestellt habe, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Sollte ich noch eines vergessen haben oder wollt ihr selber mal eins publizieren, dann schickt mir Nachricht, Kommentar, vielleicht ist das ja Stoff für ein weiteres Video. Sobald ich das Video über die Webressourcen zu Heim online gestellt habe, braucht ihr einfach nur hier rechts klicken. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal bei 6 Dimensionen in Farbe.